Hallo und herzlich willkommen zur Folge LS19 mit der Mark auf der frischen Karte. Es geht weiter. Eine weitere Folge LS19 mit der Mark. Das wollte ich eigentlich machen, bevor ich auf die Aufnahmetaste drücke, aber mein Gedächtnis, wie es ihr erkennt, ja. So, was steht an? Wir wollen jetzt als erstes eben die Drescher von den Flächen runterholen. Das machen wir jetzt auch als erstes eben. Tanken und parken zumindest erstmal. Waschen kann ich immer noch tun. Wir haben aber jetzt noch so viel anderes heute zu erledigen. Dass ich da jetzt noch nicht hundertprozentig weiß, wann wir das alles erledigen wollen. Ich will jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen den Pflanzenschutz fahren. Und zumindest noch alle Klamotten von den Flächen runter haben. Dass ich, wenn ich offscreen anfange, in 1 auf die Flächen drauf fahren kann. Ohne dass ich da noch irgendwas anfangen muss, dass ich die Outdrive-Fahrer starten kann, dass die da so anfahren, wie ich das ganz gern haben möchte. Ohne großen Schnickschnack. So. X. Q. Zurück. X. So. Sülle. Jetzt kuppeln wir das doch mal hinter. Würde ich vorschlagen, tanken und abstellen erstmal. Alles weitere kommt dann, wenn es im Endeffekt dann auch so weit ist. Das ist jetzt auch schon 4,5 Stunden gemacht. Das ist auch schon gar nicht so schlecht. Wie gesagt, tanken ist mir jetzt erstmal ganz wichtig. Der John Deere Drescher, da dürfte auch gar nicht mehr so viel im Tank drin sein. Der hat jetzt noch ein bisschen mehr als halb voll. Aber wir haben ja dafür extra unsere eigene Zapfe. Wo wir dann hier eben dran fahren, eben vollziehen, oder ist halt gut. Was für ein Gespann haben wir denn kurz vorher noch mit dem Dings getankt? Ach, den Häcksler haben wir vor Ewigkeit mal getankt. Vor Ewigkeiten. Ja, alles auch kein Platz mehr. Steht auch nicht schon. Ja, ist halt. Das Gebiss müsste da eigentlich raus und irgendwo anders dran. Dann kann man den Drescher hier rechts stellen noch. Das Gebiss brauchen wir jetzt nicht so oft. Theoretisch können wir auch das andere Gebiss draußen stehen lassen, weil der wahrscheinlich als nächstes eh in die Körnermaisrichtung geht, denke ich. Nicht Feld 8, doch. Ach, 200 Liter drin. Mein Gott. Ich will nicht unbedingt sagen, dass du damit nur einen Marathon fahren kannst, aber ein bisschen was kriegst du damit auch noch gerissen. So, den auf wegräumen, den LKW weg, oder den LKW, den Johnny müssen wir auch noch wegräumen, also den 7R. Dann ist das die Fläche frei und dann können wir da endlich drauf und dann geht er doch hoffentlich bald los mit Gerreste fahren und dann scheppen wir Meters. Natürlich kann ich das Schneidwerk, wo das aktuell steht, ja nicht auch stehen lassen. Und fahre dann einfach dann den Häcksler an der Tanker eben vorbei. Und mach Körnermaisgebiss davor, weil das wird er wahrscheinlich als nächstes eh benutzen müssen. Denke ich mal. Ja, denken nicht, aber wird wahrscheinlich auch wohl so sein. Weil der Mais ist jetzt schon am Grund, der Tabak ist im Grund. Und alles andere kommt auf jeden Fall viel später. Das heißt, als erstes wird als nächstes der Mais, Tabak
Und die, also als nächstes reif wird, denke ich mal, die hier Pappeln wieder. Da müssen wir dann den Häcksler losschicken. Danach kommt Tabak und Mais, denke ich mal, werden relativ zeitgleich kommen, denke ich mal. Wenn die dann gleichzeitig kommen, dann kommt alles wahrscheinlich alles andere einen Tag später, denke ich mal. Oder wird einen Tag später kommen. Wahrscheinlich auch einen Tag später angesät haben dann. Grob. Wow. Den fahren wir jetzt tanken und dann fahren wir rückwärts ans Körner, ans an den Flugversatz und lassen wir den da stehen, weil da kann der Dingsschneidweg stehen bleiben, A, das stört's nicht. B, als nächstes brauchen wir, wie gesagt, ja wahrscheinlich eh den. Den Flugversatz deswegen. Mache ich mir da jetzt auch nicht so die großen Probleme mit. Und dann ist die Halle jetzt auch gut wieder voll. Dann sieht das hier auch ganz schnieke aus. Bin ich der Meinung. Jetzt fängt das hier wieder an. Na gut. Lassen wir ihn erstmal so stehen. Steht ja aktuell auch nicht im Weg. Sojabohnen weg, Schlagbohnen tanken, Klamotten wegstellen. Tanken ist immer ganz wichtig. Waschen ist jetzt erstmal uninteressant. Das wird wohl irgendwann wieder sauber. Aber Hauptsache, die Schlepper sind getankt, dass das wieder losgehen kann. Ich weiß noch nicht, was ich an Technik noch über die Nacht brauche jetzt. Von daher ist Tanken eigentlich ganz, ganz wichtig. Haben wir denn bisher so ein Sojabönchen geerntet? 250, 260 km im Lager, das ist doch gar nicht so schlecht. Raps ist auch 354.000 im Lager. Und Weizen 770.000, das ist auch nicht so schlecht. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, die Masse. Damit kann man wohl leben. Stellen wir den einfach jetzt erstmal daneben. Dann haben wir auch gleich theoretisch auch Sattung noch LKWs frei zum Geras zu fahren. Von daher ist das jetzt auch nicht so schlimm. Aber dann räumen wir jetzt noch ein bisschen auf jetzt hier, weil ich glaube, zu Pflanzenschutz fahren kommen wir dann schon fast gar nicht mehr. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke. Zack. Von noch nehmen wir noch den eben rein. Und den machen wir dann auch direkt vor das TRV. Dann ist da auch ein LKW vor, stellen wir den auch direkt weg. Tanken könnten wir theoretisch auch. Kommen wir dran vorbei? Ja, kommen wir dran vorbei. Tanken wir an einem voll. Brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht, aber was drin ist, ist drin. Nein, ich wollte hier lang. Boah, passt so gerade. Jetzt sind 20.000 Sojabündchen ins Lager. Auflieger weg. TRV dahinter. Und dann LKW mit TRV zu den anderen Güllekommen wieder vorne hinstellen.
dass wir das alles von einem Punkt aus losfahren können. Eigentlich schicke ich immer erst die Abfahrer los. Die müssen ja eh noch meistens Material holen, fahren. Außer das Fass ist noch voll, was da steht. Das kann auch noch passieren. Dann holen die erst noch Material, dann fahren die zu ihrem Abladepunkt und in der Zeit sitze ich dann auch im Johnny, wenn ich die losgeschickt habe. Und dann machen wir Hektas und Meters. Dürfte eigentlich nichts mehr drin sein. Ich glaube, das war das Fass, was leer war. Glaube ich. Das Fass war auf jeden Fall leer. Da müsste das, was da noch im Schuppen steht, eigentlich voll sein. So, das fast. Fast. Ja, mein Gott im Himmel, ey. Typisch Lenkachse dann. Ja, wenn man sie nicht braucht, ist sie super stark. Und wenn man sie braucht oder so, dann ist sie nicht da. Muss gleich so. Stehen nämlich jetzt beide TVs drin. Da müsste das ja nicht voll sein. Ne, sind beide leer. Das ist ja noch eingängiger eigentlich. So. Und dann würde ich vorschlagen, gucken wir jetzt einfach nochmal, mal jetzt noch 5 Minuten ganz grob. Auch vielleicht nur ein, zwei Fässer wegkriegen und dann ist gut. Wesen hier wird ja fleißig weiter gesammelt. Stroh wird auch weiter gesammelt. Und dann lupt der Hase schon. Ja, sonst, was steht sonst noch so an? Jetzt über die Nacht werde ich wahrscheinlich ein bisschen Gärreste fahren. Das wird auf jeden Fall wieder ins Ansehen kommen. Das Feld werden wir, denke ich mal, noch ansehen nebenbei. Das geht ja relativ gut. Und dann heißt es theoretisch abwarten. Da müssen wir gucken, was wir mit 2 Millionen Euro ganz grob machen. Flächen, Technik, Produktion, neue Produktionszweige, beziehungsweise vielleicht da hinten unsere Pflanzen, unsere Produktionsfläche da hinten vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Mit den ersten größeren Produktionen, Kürbisplantage, Apfelplantage, Birnenplantage, Kirschen, Erdbeeren und was es eigentlich sonst noch so alles gibt. Dass wir das dann da vielleicht auch noch abgearbeitet kriegen, dass wir vielleicht noch so die ein oder andere Produktion vielleicht noch so hinstellen können. Weil Platz hätten wir dafür ja alle Male hier. Weil am Platz scheitert uns ja hier nicht so, würde ich sagen. Ich bin genau nicht in Träger gefahren. Ich sag's mir einfach, ich hab's einfach drauf. Ja, und dann neigt sich ja der Abend schon im Endeffekt ja dem Ende zu. Genau, ich hoffe jetzt um die Woche ist noch ein bisschen der Bass gekommen. Da bin ich jetzt sehr. Ich will nicht sagen, gehypt bin ich jetzt nicht unbedingt. Ist schön, dass es da ist. Schön, dass ich es jetzt spielen kann. Da werde ich gucken, dass ich noch ein bisschen was vorbereite, ein bisschen was aufnehme für euch. Nachtfahrt will ich auf jeden Fall auch nochmal machen, wenn es dunkel ist und so. Also so das Übliche. Dann hat der übliche Wahnsinn. Mit Maurice habe ich auch schon gesprochen, beziehungsweise er mit mir. Wegen dem Aufnehmen von The Bass wollten wir ganz gerne, will er ganz gerne was mit mir machen. Können wir auf jeden Fall tun. Haben uns jetzt grob für diese Woche geeinigt, wo jetzt ihr hier diese Folgen seht. Also vielleicht kam schon was, vielleicht kommt auch noch nichts. Wie gesagt, wir haben jetzt noch keinen finalen Tag im Endeffekt. Also dass er das Ziel nicht jedes Mal brechen kann. Das nervt jetzt schon so leicht. Aber egal, lohnt jetzt auch nicht mehr zu starten. Von daher kann ich da aber nur sagen, abwarten und Tee trinken. Ich werde gucken, dass ich zumindest alles, was aktuell geht, getestet, gespielt, angespielt bekomme für euch.
dass ihr da bzw. wir da uns alles einmal angucken. Ich habe auch schon zwei neue Playlisten dafür erstellt, eine The Bus Playlist und eine Tutorial The Bus Playlist. Also eigentlich kann es eigentlich gar nicht mehr besser laufen. Und im Endeffekt theoretisch haben wir alles, was wir brauchen. Ist jetzt nur eine Frage, bis wann wir im Endeffekt das geschafft bekommen, aufzunehmen. Und so. Und dann wird es, denke ich mal, ich gucke im Endeffekt, dass ich wahrscheinlich alles in einem Schwung aufnehme. Oder vielleicht alles hintereinander. Ich muss mal gucken, dass das dann auch vielleicht ein bisschen verteile. Genau möchte ich da jetzt aktuell noch keine Schlüsse zu ziehen. Ich warte jetzt erstmal die Videos ab, die jetzt gekommen sind. Da vergeht ja im Endeffekt jetzt 24 Stunden, bevor ich da überhaupt irgendwas Neues aufnehme. Und dann mal gucken, was dann im Endeffekt so als nächstes kommt. Ich hoffe ja, dass wenn wir eine Bass jetzt schnell im Endeffekt jetzt die neuen Inhalte im Endeffekt bekommen. Der Multiplayer interessiert mich unheimlich. Ich hoffe nicht, das wird so wie der Bus-Simulator. Ich hoffe wirklich auch mit Betrieb und Fahrplan und Geld verdienen und Bus kaufen und sonstiges. Also so den ganzen Kram, wie man das im BBS kennt, dass man da so ein bisschen auf wirklich so eine Wirtschaftssimulation so Sache hat. Da ist ja Tourist Bus der Vorreiter gewesen, würde ich jetzt so spontan sagen. Dass wir dafür auch Geld bekommen und so weiter und so fort. Dass wir da so ein bisschen so eine Simulation, Strategie, das ist ja immer so meins, dass wir da auf jeden Fall auch irgendwas in diese Richtung bekommen. Weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen langweilig auf Dauer wird. Und da müssen wir halt gucken, was im Endeffekt uns die Mod-Community bringt, die Mapper, die. Vielleicht gibt es Payback-Karten, Erweiterungen, wer weiß, keine Ahnung. Da müssen wir uns im Endeffekt dann schauen und gucken, was wir im Endeffekt bekommen. Ich bedanke mich bei euch jetzt erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Weitere Folge LS. Bis dann, danke. Ciao.